Wir sind hier auf der A7 in Hamburg vom Elbe Tunnel. Im Rahmen der achtspurigen Erweiterung haben wir die erste Verkehrszeichenbrücke ausgetauscht. Das ist notwendig, um die neue Beschilderung des Elbtunnels und auch die Erweiterung des Verkehrsrechners herzustellen, damit wir in Zukunft den Verkehr noch sicherer und gezielter und flexibler durch den Elbtunnel durchführen können. Des Weiteren haben wir hier natürlich jetzt auch die neueste LED-Technik im Einsatz bei der Beschilderung, die gegenüber der alten Halogentechnik ungefähr 90% des Energiebedarfs einspart. Also auch im Aspekt Umwelttechnik ist das auf jeden Fall fortschrittlichste Technik, die wir hier einsetzen. Im Rahmen der Erweiterung der A7 hier in Hamburg schon den Schnellsentunnel ausgestattet mit einem Verkehrsrechner. Wir haben den Stellingtunnel ausgestattet mit dem Verkehrsrechner und jetzt auch in der Erweiterung der A7 hier am Elbtunnel und auch den Altona-Tunnel werden wir mit unserer Technik ausstatten und dafür den Verkehrsrechner komplett erneuern, der dann sowohl den Altona-Tunnel wie auch den Elbtunnel steuert. Ziel ist es natürlich, möglichst den Verkehrsteilnehmer durch den Tunnel durchzuführen, ohne dass im Tunnel ein Stau entsteht. Die Maßnahme heute, dieses Wochenende, ist ein Meilenstein von vielen auf dem Weg für den achtspurigen Ausbau der A7 rund um den Elbtunnel. Yunex Traffic ist langjähriger Partner für die Verkehrstechnik auf der A7 und wird auch in den nächsten Jahren noch die Verkehrstechnik in und um den Elbtunnel erneuern.